Hallo zusammen und willkommen zum kleinen Tutorial über einen Bug, den man sehr gut als Lift gebrauchen kann. Ich werde jetzt gerade zeigen, um was es sich handelt. Und zwar könnt ihr hier eine Türe sehen. Dann baue ich einfach einen Turm, egal wie hoch. Und dann einfach für schön noch eine Plattform. So, das hier ist der Lift. Und jetzt denkt ihr sicher, was, das soll ein Lift sein? Hat ja nicht einmal etwas mit Redstone oder Pistons oder so zu tun. Und da habt ihr auch recht. Es benötigt nur eine beliebige Blockart. Und eine Tür. Es kann auch eine Eisentür sein. Und ich zeige jetzt gerade, wie man dort hochkommt, ohne Cheats oder so. Nur mit einem kleinen Bug. Ich klemme mich in die Tür. So, jetzt bin ich in der Tür drin. Dann mache ich ein Relock. Und ich stehe oben. Und das hier funktioniert nur im Multiplayer, aber es ist sehr nützlich, denn es funktioniert zum Beispiel auch nur mit einer Tür. Ich kann mich einstellen. Relock. Und ich stehe auf der Tür drauf. Ja, es kann beliebig hoch sein. Und man kann zum Beispiel auch ein Geheimzimmer machen. Sagen wir mal. Das hier ist ein Haus, ganz normal. Kleines Häuschen. So, dann hier die Decke. Und dann kann man an einem beliebigen Ort eine Tür hinstellen. Zum Beispiel so, diese Wand wieder zumachen. Einfach eine Tür. Dann hier oben. Es teleportiert einem dorthin, also an den nächsten Ort, wo man stehen kann und Platz hat. Wenn es nur eins hoch ist, dann teleportiert das. Teleportiert es einem noch höher. Aber so zum Beispiel kann man hier noch ein Zimmer machen und keiner weiß, wie man hier hinaufkommt. Und das mit dem Hinunterkommen, das ist noch ein Problem, das weiß ich nicht, wie man es beheben sollte. Das Problem aber kann irgendwie auch sich hinuntergraben. Aber jetzt denkt man, ja, das ist ein Haus, ist ein bisschen hoch. Und hier drin halt nur so wenig hoch, aber ja, hier ist ja gar keine Treppe, um hinaufzukommen. Komisch. Aber kann sich nicht hineinstellen, so. Und man ist im oberen Zimmer. Ja, und alles geht auch mit zum Beispiel Lapis Lazuli. Es ist egal, was für ein Block. Ich stehe oben. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Das war einfach ein kleines Tutorial, weil mir gerade zufällig etwas aufgefallen ist. Also, das war nur ein Unfall, als ich es entdeckt habe. Aber das ist sehr, sehr nützlich und sehr wenig materialaufwendig. Tschüss!